So, das und das und ich flieg mal dahin. Hätte schwören können, dass sie eigentlich gedacht hätte, wir reisen da jetzt hin und klatschen den Idioten. Ja, dachte ich auch. Aber irgendwie wollen die das noch nicht. Achso, mit dem Sohn noch schreiben. Hab hier noch Ladescreen. Möchte der schon wieder zu dir kommen? Nee, nee. Der mittlere, der hat doch heute Geburtstag. Der Jason. Oh. Naja, aber auch sein Handy ging irgendwie nicht an, obwohl es 50% Akku voll hatte. Und es wird Zeit, dass der auch bald mal ein neues kriegt. Enya hat er das jetzt. Der Große hat halt das Display schon geschrottet. Da sind einfach quer ein Platzer drüber. Und dadurch, dass es dem Clay auch noch runtergefallen ist, sind jetzt mehrere Platzer drauf. Oh, dieser hässliche Grafikfehler. Und ja. Auch so ein Grafikfehler. Wenigstens bin ich ein schneller Grafikfehler. Zu faul zum Laufen. Effizienz ist das Stichwort. Davon hast du nichts. Oh Gott. Ja, aber auf jeden Fall kannst du mir auch schreiben, alles Gute, weil Discord hat er ja nicht. Ja. Ja, der ist noch nicht so wieder hier. Ich habe halt auch bloß heute früh um kurz nach Mitternacht gratuliert und ein Bild von seinen Geschenken geschickt. Hier, der Sif ist schneller als du, das ist dir bewusst, ne? Wo bist du schneller als ich? Der Sif ist schneller als du. Ich bin schon am Quatschen. Es ist so lange her. Wir dachten, ihr wärt für immer verloren. Die Mission, den Imperator zu ergreifen, ist gescheitert. Meine Crew und ich wurden auf Korriban gefangen gehalten. Ich weiß nicht, was mit dem Rest des Stoßtrupps geschehen ist. Der Zorn des Imperators hat uns bei der Flucht geholfen. Er hat seinen Meister verraten, um sich auf unsere Seite zu stellen. Sith dienen niemandem außer sich selbst. Ich habe meine Loyalitäten geändert, um eine Bedrohung für mich selbst und für euch zu verhindern. Nicht nur die Jedi können die Zukunft voraussehen. Vor Jahrhunderten hatte ich eine Vision, wie der Imperator die Galaxis zerstörte. Republik, Imperium, alles. Fort. Dieser Jedi hat die Macht, ihn aufzuhalten. Aber wieso will der alles zerstören? Dann hat er nicht mal, wo der leben kann. Das ist ein Wahnsinn. Alles Leben in jedem Sternensystem auslöschen? Niemand kann das. Er verfügt über Kräfte, die sich weder Jedi noch Sith jemals vorstellen können. Die Wiederaufnahme des Krieges soll nur von den Absichten des Imperators ablenken. Seine wahren Pläne sind bereits in der ganzen Galaxis im Gange. Jedes Sternensystem wird einfach verenden. Eins nach dem anderen. Billionen werden sterben. Aber was hätte der Imperator davon? Er wird sich an all diesem Tod nähren und noch mächtiger werden als alle Sith und Jedi zusammen. Ein unsterbliches Wesen mit grenzenloser Macht. Warte mal, da gab's auch so einen Sith. Oh, wie hieß der denn? Der hat sich von Personen ernährt, ne? Der hat ihm die Lebensenergie ausgehaucht, damit er weiterleben konnte. Jo. Oh, wie hieß der denn? Der... Das war damals bei Knight of the Old Republic 2 mit der Jedi Verbanden. Also, ich hätte jetzt gesagt, der Meister von Palpatine, der Vorgänger. Nee, das... Nee,
das ist später hier, ist Jahrhunderte danach mit Palpatine und Plagueis. Und der Plagueis, das war nicht so inner. Oh, erst kam Revan und Malak. Und danach kamen die alte Oma, die sich als Jedi ausgegeben hat, aber ein Sith war. Dann kam dieser verbrannte blinde Sith. Und der sich von der Menschen Lebensenergie ernährt hat. Oh, Scheiße, jetzt muss ich echt Google verwenden, ne? Oh, wie hieß der denn? Das ist scheiße, wenn man da nicht mehr drauf kommt. Jetzt haben wir es gleich. Daphne Hilos, genau. Der hat einen ganz komischen Namen. Weil damals war der Jedi-Orden schon fast komplett ausgemerzt. Mir gefällt dieser Sith. Der gefällt mir. Er ist jetzt schon zu mächtig. Wissen die anderen Sith davon und Imperator von gar nichts. Er wird sich an all diesen Toten. Der Imperator hat meinen Stoßtrupp kampflos besiegt. Er ist stärker als wir ahnten. Vor 1000 Jahren brachte der Imperator eine ganze Sith-Welt dazu, ihm bei einem dunklen Ritual zu helfen. Er versprach große Macht, natürlich nur für sich selbst. Das Ritual verschlang jedes Lebewesen auf dem Planeten. Er absorbierte diese Lebensessenzen durch die Macht. Kann es sein, dass das Daphne Hilos ist aus KOTOR 2? Das hört sich ganz nach dem an. Aber ich habe den damals in KOTOR 2 umgebracht. Ja gut, ich glaube nicht, dass die so einen Fehler begehen. Ja, ich weiß nie. Man hatte auch immer drei Auswahloptionen, wie man antworten konnte. Ich weiß nie, ob man den am Leben lassen hätte können. Ich habe ihn immer umgebracht. Wenn ich Jedi gespielt habe oder Sith, je nachdem. Das erklärt, wieso er so lange leben konnte. Und wieso er so mächtig ist. Das war nur eine einzige Welt. Darth Trayer war die alte Oma. Stellt euch vor, was aus ihm wird, nachdem er Millionen verschlungen hat. Der Imperator hat über Jahrhunderte hinweg Ereignisse mit nur einem Ziel manipuliert. Aber mächtig. Ein noch gewaltigeres Ritual abzuhalten. Ich weiß noch, der Kampf gegen die war, die hat 5 Lichtschwerter um sich herum gurgeln lassen. Erfordert ein großes Opfer, muss gegen beginnen. Lichtschwerter kämpfen. Milliarden von simultanen Todesfällen. Ja. Er hat vor, auf Belsavis Völkermord zu begehen. In dieser Gefängniswelt befindet sich der übelste Abschaum, den die Republik je gefangen genommen hat. Massenmörder, Tyrannen. Selbst Sith Lords. Wir haben den Standort des Planeten über Jahrzehnte hinweg geheim gehalten. Wenn der Imperator ihn gefunden hat. Sobald das Opfer erbracht wurde, kann das Ritual des Imperators nicht mehr aufgehalten werden. Wir müssen Belsavis retten. Wir? Eure Rolle dabei ist zu Ende. Vor allem, was sich die Leute, die mit dem Spiel gerade anfangen, denken, wenn wir hier mit Lord Scourge rumlaufen. Ja, es gibt eine Erweiterung, da sind Jedi und Sith befreundet und kämpfen gegen eine andere Bedrohung seitens der Sith. Das ist ein DLC. Steckt eure Waffe weg, Meister Kader. Der Sith arbeitet mit uns zusammen. Er wird mich begleiten. Ich kenne den Imperator. Gut, da wird es in dem heutigen Star Wars ist nicht die einzige gefährdete Welt. Wir müssen die anderen finden. Und ich kann euch aus einer Gefängniszelle heraus nicht helfen. Ob es euch gefällt oder nicht. Wir brauchen einander. Er hat recht. Ich kann die Wahrheit fühlen. Ohne seine Hilfe sind wir alle tot.
Der Rat wird sich darauf konzentrieren, andere gefährdete Welten zu entdecken und unsere verlorenen Freunde zu finden. Ich zähle auf euch, die Pläne des Imperators zu vereiteln. Ich weiß, dass es schwer für euch gewesen sein muss, das zu akzeptieren. Aber es ist unsere beste Chance. Ich verspreche, dass ich nicht scheitern werde. Kontaktiert mich, sobald ihr Belsavis erreicht. Und verlasst euch nicht zu sehr auf euren Verbündeten. Ich störe die legendäre Ruhe der Jedi. Ich schlage vor, wir brechen auf. Ja, na dann. Errungenschaft freigeschaltet, Kapitel 2 Jedi-Ritter. Ja. So, warte mal. Der kriegt erstmal und so. Ich habe hier ein 1900er Lichtschwert. Das kriegt der. Den seins macht 198. Ich brauche erstmal eine Aufrüstwerkbank. Ja, hier draußen gab es eine. Problem ist, da läuft er ja mit einer voll falschen Farbe rum. Nee, das ist ein Lichtschwert ohne Kristall. Der kriegt sein Rotes schon rein. Okay. Hier, stell dir eine Gilde und nimm Teil von ein. Wird von keiner Gilde beherrscht. Was? Lady Kitara Gamertag, die Erhabene. Abonnier meinen Kanal. Ich warte dann später auf dich. Erstmal muss ich dem das Lichtschwert ausziehen. So. Dann einmal da. Das da. Das hat ja schon Modifikation drin und ist trotzdem so low. Das hängt mit seinem Level zusammen vielleicht. Der ist nur Level 10, Hack. So, raus. Nee, kann nicht sein, der hat ja Stufe 34er Sachen drin. Er fordert Stufe 34. Er ist gerade hier Level 10. Dann ist es ein Lobob. Und jetzt brauche ich das Lilane vom Züchtiger. Da sind schon Erweiterungen drin, da kommt dann der Kristall dazu. So. Das hier wird alles verkauft. Ich wusste doch, das ist was, das ist ein gutes Zeichen, das Lichtschwert noch aufzuheben. So. Und der Rest wird jetzt verkauft. Mann, nee, Mann, nee, Mann, nee. Warten Sie die Untersuchung. Nee, wir werden schon wieder quatschen. War ja klar, dass du quatschen möchtest. Sie sind einsatzbereit. Ach, der Lieblingsfreund, der Doc. Ja, der steht auf dich. Der hat ja schon so eine Anspielung gemacht. Hugo Ken, alles klar. Ich habe jeden Namen gesehen, den es in diesem Universum gibt. Ach ja, ach ja, ach ja. Der Eiki ist da. Tralalalala. Hör mal, du bist schon auf dem Schiff. Sag bloß, du hast den Ausgang gefunden, Darko. Ich bin wieder dran vorbeigekommen. Ey, du musst das nächste Mal streamen. Ich will davon 10 Milliarden Clips erstellen. Aber diesmal bin ich nicht so weit am Leben gelaufen. Ich hab schneller mitbekommen. Ey, es kommt mir vor, als ob ich schon 6 Stunden streame, aber das sind gerade noch 2 Stunden. Das ist schlimm. Boah, das ist richtig mies gerade, ey. Ich fühle mich so richtig fertig. Denkt los. Ich weiß es einfach nicht. Ich fühle mich einfach nur knülle. Aber bei mir will nur die Kira reden. Ach nee, und der Arzt. Na dann, was hast du auf dem Herzen, Doktor?
nicht zu fassen. Bei der Gesundheitsbehörde der Republik gibt es offenbar keine Standards. Mit dem neuen Leiter habe ich Medizin studiert. Der Kerl ist ein Schwachkopf. Er kann ein Vibroskalpell nicht von einem Kauter unterscheiden. Er hat die Abschlussprüfung gerade noch so geschafft. Wie kann er der oberste Mediziner der Republik sein? Heilige Katastrophe. Wenn es stimmt, was ihr sagt, darf er diese Stellung nicht behalten. Wir sollten uns an die Behörden wenden. Aber die Behörden haben ihn doch eingesetzt. So läuft das immer. Die wahren Ärzte gehen raus und retten Leben. Die Idioten bleiben auf Coruscant und werden befördert. Der Kerl hat einen Impfstoff gegen die Sabra-Kopfhautnekrose entwickelt. Na wenn schon! Das hätte ich auch gekonnt. Ich hatte nur keine Zeit dazu. Was ist die Sabrak-Kopfhautnekrose? Klingt furchtbar. Ach, nur ein unbedeutendes, fleischfressendes Virus. Den Sabrak fallen davon die Hörner aus. Peinlich, aber nicht lebensbedrohlich. Eins sage ich euch. Genug ist genug. Das war's mit dem netten Herrn Doktor. Die Galaxis wird erfahren, wie ein echter Arzt aussieht. Ich muss eine Krankheit finden, die ich heilen kann. Etwas richtig Unangenehmes. Okay. Ich bin auch Arzt. Ich amputiere Körperteile mit meinem Lichtschwert. So, mein Schnuckelchen will auch mit mir quatschen. Na, Baby, wie sieht's aus? Mal wieder ein bisschen Wulle Wulle Bubu? Wollt ihr mal was Verrücktes hören? Jo. Als Jedi habe ich mehr gekämpft als in meiner ganzen Sith-Ausbildung. Die Jedi gewinnen immer, weil die Sith nicht genug üben. Fall gelöst. Ich glaube eher, dass Jedi sich keine Sorgen machen müssen, von ihresgleichen ein Messer in den Rücken gerammt zu kriegen. Nun ja, in der Regel. Es ist nicht einfach, dem größten Jedi-Krieger der Galaxis den Rücken zu decken. Ich werde nicht so tun, als würden wir je ebenbürtig sein, aber ich kenne ein paar neue Kampfbewegungen, die ich nächstes Mal ausprobieren werde. Oh, ich muss flirten. Spart euch nicht alle neuen Bewegungen für den Gegner. Ich konnte nicht mal mit der reden. Ich habe schon noch ein paar Tricks, die ihr noch nicht kennt. Ein paar behalte ich für Regentage in der Hinterhand. Oh, Baby! Oh, ich will weiter mit dir schnacken. Los, koch, Mann. So, deine Stimmung ändert sich jetzt. Du darfst wieder Geld ausgeben. Ach. Die habe ich noch in der Hinterhand. Ich habe erst Sachen verkauft. War zum Recht viel. Ach nö, ich konnte flirten. Das reicht schon. Nacken die Knochen des alten Mannes. Ah ja, ein Dschungelplanet. Irgendeiner hatte doch mal geschrieben, wie viele Planeten es gibt. 27 war ich der Meinung. Ich weiß das aber nicht mehr. Ja, genau. Die man auch besuchen kann. Also. Ja, 27. So. Dann werden wir ungefähr 50% davon haben, Dako. Da musst du überlegen, 27 insgesamt, das musst du also bei aufteilen, Ziff-Seite, helle Seite. Bei mir ist der Typ hier Level 45, Darko. Ja, jetzt. Der war Level 10, weil wir da runtergestuft werden, auf dem Planeten. Ja, und jetzt werden wir auch runtergestuft, auf verstanden. Vor allem, warum hattest du nicht mal einen Dialog? Mit was? Nachdem ich da hingereist bin, hatte ich mal einen Dialog. Warte mal, benutze das Holo-Terminal deines Schiffs. Ich muss doch mal zurück. Ja, gut. Ups. Ich hätte mich jetzt auf dem Planeten dumm und dämlich gesucht. Oh, ist das geil. Okay. Ah, nee. Handlungsbogen, tschüss, kannst wegmachen. Ach klar, den kannst du machen. Das schadet dir nicht. Na dann, Holo-Terminal. Meisterin Satil, wir haben Belsavis erreicht. Habt ihr noch etwas erfahren? Das Imperium hat hier einen Überraschungsangriff gestartet. Gefährliche Häftlinge wurden aus ihren Zellen befreit, um an der Oberfläche Chaos zu verbreiten. Da
Das war reine Ablenkung. Der Imperator hat in Wahrheit nur ein Ziel. Die Vernichtung allen Lebens auf dieser Welt. Sagt mir, was ich tun soll. Wir wissen nicht, wie der Imperator alles Leben auf Belzavis vernichten will. Wir haben jedoch eine Spur. Der Geheimdienst meldet, dass kürzlich ein hochrangiger Imperialer namens Vollstrecker Krannus eingetroffen ist. Krannus ist ein reinblütiger Sith und dem Imperator geradezu fanatisch ergeben. Was auch immer der Plan ist, er ist garantiert der Mann, der ihn ausführen wird. Haben wir eine Ahnung, wo sich Vollstrecker Krannus zurzeit aufhält? Einer Tabort, ein Mitglied unseres Ordens, sucht Krannus bereits auf der Oberfläche. Sie wird euch helfen, den Vollstrecker zu finden. Aber sie ist nicht stark genug, um ihn aufzuhalten. Die Aufgabe bleibt euch überlassen. Es ist so gut wie erledigt. Begebt euch auf die Planetenoberfläche und trefft Enna bei den Koordinaten, die ich euch schicke. Möge die Macht mit euch sein. Möge Odins Weisheit uns alle leiten. So, dann landen wir nochmal auf der Orbitalstation. Warum bekämpfen sich Krieger und Mörder gegenseitig, obwohl die beides meine Feinde sind? Egal. Wenn die sich gegenseitig bekämpfen, brauchst du so ums Durchrennen. Ja, ich. Das hat mich auch nicht gestört, aber es hat mich einfach nur verwundert. Das sind alles Kriminelle dort auf dem Planeten. Ist doch klar, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Als ob die sich zusammentun, so schlau sind die nicht. So. So. Ich muss erst einmal hier was machen. Schatzsuche habe ich noch. Welches war denn das? Das war das hier. Ne, das war Plündern, hä? Ne. Das hier. Ich kann nur ersten Grades Aufgaben erledigen. Nein. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Sucht mir mal ein paar Schätze. Das ist meine höchste Priorität. Können versichert sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Gibt es so ein Kleider, Heini? Hier gibt es kein Kleider, Heini? Was ist denn hier los? Doch. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn das? Dort. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Schön sieht der Planet aus. Es ist ein schön eckig und kantiger Planet, also man kann einfach endlos geradeaus fahren. Das ist das Schöne. Das ist quadratisch praktisch gut. Nee, auch so allgemein. Gefällt mir. Warst du das gerade? Keine Ahnung, ich bin ja gerade mit einem Gleit angekommen. Willst du mich verarschen, dass wir hier mit dem Gleit... Okay. Ja, man kann hier mit einem Gleiter hingleiten. Ja, weiß ich jetzt auch.
Muss ja eh noch quatschen. Boah, Moment mal. Ihr seid sicher der Jedi, der Enna hier treffen wollte, oder? Ich weiß schon, wonach das aussieht, aber ich hab ihr gesagt, dass sie auf euch warten soll. Sie wollte unbedingt raus und sich umsehen. Ich hab sie gewarnt. Wenn das Imperium sie nicht erwischt, dann die entflohenen Häftlinge, hab ich gesagt. Aber Enna hat nicht auf mich gehört. Nennt mir Rang und Namen, Soldat. Ich bin kein Soldat. Ich bin Pak Taldin. Ich arbeite hier. Enna hatte gehört, dass ich Belsarvis besser kenne als jeder andere hier. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Ich hatte ja keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Jetzt will ich nur noch, dass ich das alles überlebe. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr auf mich gewartet habt. Ihr hättet auch verschwinden können, als Enna starb. Ich hab auch daran gedacht, aber ihr wart ja selbst da draußen. Wo soll ich schon hin? Ich weiß nur zu gut, was die Häftlinge mit mir machen würden. Und das Imperium ist noch schlimmer. Da habe ich mir gedacht, ich kann genauso gut hierbleiben. Nach dem zu urteilen, was Enna mir erzählt hat, könnt ihr jede Hilfe gebrauchen. Ich suche einen imperialen Offizier, einen rothäutigen Sith. Enna hat gesagt, dass die Imperialen sich beim Hauptreaktor verschanzt haben. Sie nehmen Befehle von einem reinblütigen Sith entgegen. Sie haben schwere Waffen und einen Strahlenschild, der ihre Position schützt. Die wird so schnell niemand von dem Reaktor vertreiben. Wenn Kranos beim Reaktor ist, müssen wir einen Weg finden, ihre Verteidigung zu überwinden. Ihr werdet es nie an den imperialen Schilden vorbeischaffen, bevor euch ihre Waffen niedermähen. Wir brauchen einen Plan. Was, wenn wir die Schilde ausschalten? Wenn ihr die Energierelais überlastet, die das Energiegitter im Sektor versorgen, könntet ihr den Strahlenschild ausschalten. Wir haben hier Ionenladungen. Wir könnten eine an jedem Relais platzieren und sie gleichzeitig hochjagen und so die Verteidigung des Imperiums kurzschließen. Gebt mir die Ionenladungen. Behaltet Ennas Überreste im Auge. Sorgt dafür, dass sie respektvoll behandelt werden. Kontaktiert mich, wenn ihr alle Ladungen platziert habt. Ich sprenge sie dann von diesem Kontrollraum aus. Viel Glück und passt auf euch auf. Ich finde das aber heute, ehrlich gesagt, weniger langweilig als sonst. Ihr werdet euch wundern. So. Was gab's denn jetzt alles? Kleine Eroberungsausrüstungskiste. Das ist wieder so ein Quark. Stufe 75, Ausdauer. Kann ich das nicht ausrüsten? Ne? Ach, das ist für Waffen? Ah! Okay. Ja, das Billo, das wird verkauft. Was ist das? Immerwährender Visor. Erfordert eine Artefakt-Ausrüstungsberechtigung. Okay, was ist das denn? Durchsichtige rote Kristallformation. Sieht seltsam aus. Da rennt ein Grafikfehler. Bin ich bei dir? Nö, ich habe jemand anderen gemeint. So, einmal gegen den hier. Spüre die Macht der Sir. Ich muss den mal auf Tank stellen. Ich muss wissen, wie der abgeht. Schaden. Ich habe alles erledigt. Ich will wissen, wie der abgeht. Da lang. Da lang.
Mäh, da sind mir zu viele Rote. Ich fahr unten lang. Hab ich gerade einen Datacon gehört? Vor allem, was werden sich die im Realen denken, die den komischen Lord da kennen? Ja, keine Ahnung. Also bei mir haben die nicht mehr viel zu reden. Pack, die Ionenladungen sind alle platziert. Schaltet den Strahlenschild der Sith aus. Verstanden. Detonation der Ionenladungen jetzt. Jetzt ist der Weg frei. Als nächstes kommt der spaßige Teil. Die schweren Waffen der Sith. Viel Glück. Ich warte ab. Ach komm, so schwer können die Waffen doch nicht sein. Wer können doch nicht sein? Was ist das für ein Druide? Ich muss doch hier rein? Wieso zeigt der mir jetzt an, ich soll raus? Bin ich jetzt falsch gefahren? Oh, das ist oben. Oh. Bist du falsch gelaufen? Ja, ich bin in der Höhle rein. Kommt vor. Da kann ich hier meine Typs nicht wieder arbeiten schicken. Muss aber ein bisschen was voll machen. Alles für 94 Punkte. Zweiten Kameras. Ich mache mich gleich dran. Zweiten Kameras. Ich fahre schon wieder falsch, so wie es aussieht. Och, leck mich doch. Jetzt hier einfach erstmal geradeaus. Am See vorbei und an der gestrichelten Linie, die kommt voll. Durchgekommen, ohne zu kämpfen, bin ich gut. Das war
Wow, die bouncen ja ins Leben weg, wenn die explodieren. Cool. Wo sind die Typen? Oh Scheiße, ich bin fast out. Was? Weil der auf Schaden gestellt ist? Ja. Moin Moin Felix auf dem Mal. Moin Moin Phoenix. Ja, weil der auf Schaden ist und weil ich gar nicht drauf achte, dass ich mich heilen müsste. Hallo, Meister. Siehst du, da so begrüßt man dich mit Hallo, Meister. Vergiss es. Ich habe euch erwartet. Der Narr, der sich dem glorreichen Willen des Imperators widersetzt hat. Versteht ihr überhaupt, was ihr weggeworfen habt, als ihr euch gegen ihn gestellt habt? Wisst ihr, was andere dafür geben würden, seine Befehle zu befolgen? Ich war immer davon ausgegangen, dass der reinblütige Sith, der den Angriff geleitet hat, männlich ist. Colonel Haret, Kranos' Geliebte. Wenn sie hier ist, kann er nicht weit sein. Schweigt, Verräter! Meine Worte sind nicht für euch bestimmt. Colonel Haret, Statusbericht. Der Reaktor ist außer Betrieb und das Gebiet ist versiegelt, Vollstrecker. Der Jedi ist hier. Unsere Ablenkung hat perfekt funktioniert. Okay. Ja, all das nur getan, um an mich heranzukommen? Das Chaos, das Colonel Haret gestiftet hat, hat mir die Zeit verschafft, die ich zum Abschluss meiner Mission benötigte. Schon bald wird alles Leben auf diesem Planeten vernichtet sein. Ihr, hey Justin. Ich, Kranos. Wir werden alle dem Ruhm des Imperators geopfert. Er wird unsterblich, allmächtig. Er wird all jene auferstehen lassen, die ihm mit wahrer Hingabe gedient haben. Und gemeinsam werden wir die Galaxis beherrschen. Der Imperator kann euch nicht wieder zum Leben erwecken. Die dunkle Seite bringt nur Zerstörung. Ihr weigert euch, die Wahrheit zu sehen. Ich muss euch nicht besiegen. Ich muss euch nur aufhalten. Ihr seid verloren. Wir werden uns an der Seite des Imperators wiedersehen, Liebste. Möge der Tod uns alle zu sich nehmen. Genau, Justin, du musst mich ab sofort auch mit Hallo Meister begrüßen. Bloß nicht. Sonst wird das zur Angewohnheit. Man spüre die Macht der Sith. So, wo kommen die anderen Typs jetzt auf immer her? Na, wenn du mich nicht Meister nennst, kommst du nach Helheim. Wenn du mich Meister nennst, darfst du nach Valhalla. Wenn du ihn am Reich nennst, lebst du hier und jetzt. Nee, dann kommt er nach Jotunheim. Was für ein Heim? Jotunheim. Sage mal, fällt die jetzt bald mal tot um? Jetzt hat die wieder... Hä? Ich hab die ganze Zeit auf die eingeprügelt, die hat keinen Schaden mehr zum Schluss gekriegt. Jetzt bin ich tot.
hat ein... Sobald diese anderen Gegner da sind, spawnen Energieschilde, Droiden. Die kriegen ein Energieschild. Du musst erst die anderen Droiden wieder killen und dann kannst du sie wieder killen. Sag mir das doch vorher, einer. Hier liegt doch einer tot. Das war offen. Ja, einer. Der hat ein paar mehr geschickt. Die kommen in so Wellen. Immer erst die anderen killen und dann wieder auf sie gehen. Ich habe jetzt die ganze Zeit auf die eingeprügelt, bis sie halt fast down war. Lasst eure Stärke wachsen. Egal, nochmal. Ich habe mal wieder nicht auf mein Leben geachtet. Ah, jetzt muss ich alles noch neu machen. So, du hast gesagt, jetzt diese Viecher hier. Jetzt kann ich ja gegen die Troller kämpfen. Hä, die hat immer noch so ein hässliches Schild. Obwohl alle down sind. Das geht dann relativ schnell weg. Das ist eine blöde Maus. Du hast auch ziemlich viel Damage. Schon? Alter, willst du mich verarschen? Wie oft macht die das denn? Das ist eine blöde Uschi, ey. Jetzt verreck doch endlich. Alter! Hallo? Jetzt. Echt, Justin? Kann nicht sein. Justin ist gut von jenseits und böse. Justin ist einfach Justin. Stärke wachsen. Das stimmt allerdings. Und würde jede Seite beleidigen, wenn man just ihn klassifizieren würde. Justin ist der Doc. Die quatschen beide so viel. Und es ist keine Beleidigung. Es stimmt halt sogar. Bringen wir das Ding wieder zum Laufen. Es passt halt. Danke, dass ihr Colonel Harrett getötet habt. Ihr Tod durch eure Hand hat sie mit Sicherheit als eine der Auserwählten gezeichnet. Sie wird einen Ehrenplatz erhalten, wenn uns der Imperator ewiges Leben gewährt. Der Imperator wird sein Ritual niemals zu Ende bringen können, nicht solange ich lebe. Diese Verzögerung könnt ihr nicht kompensieren. Ihr könnt das Bevorstehende nicht mehr verhindern. Der Wille des Imperators ist unumgänglich. Puck, bitte kommen. Vollstrecker Kranus ist nicht hier. Er ist schon weiter ins Gefängnis vorgedrungen. Vielleicht können wir ihn mit Hilfe des Überwachungssystems orten. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Es kommt endlich Verstärkung von der Republik, um den Generator zu sichern. Kehr zu meiner Position zurück. Ich fange schon mal an, Kranus zu suchen. Justin, dass der Doc das ist, wie soll ich sagen, es ist ein Mensch, der sehr es darauf, ist ein Doktor. Sei doch mal ruhig, der sehr darauf verpicht ist, mit Frauen, aber auch mit Männern zu schlafen. Das trifft aber nicht auf Justin zu. Gibt natürlich mit seinem Titel erst Arzt und so an und er redet ununterbrochen. Das ist das Einzige, was auf Justin zutrifft. Ich muss dir was sagen, ich bin bei einer anderen, was, bei einem anderes, der erste Dinner des Imperators? Diener. Das heißt aber Dinner, was dort steht. Ja, klar. Diener wird mit IE und IMN geschrieben. Entschuldigung. Ja, ich bin mal gespannt, was hier, was ich irgendwann werde. Ja, nichts, du klatschst. Nee, da du kriegst tatsächlich wirklich noch einen Titel, wenn du den geklatscht hast, auch wenn du Jedi bist.
Ja, dann eben Töter des Imperators oder so. Nein, ich werde Meister der Galaxis. Muss ich ihn jetzt sehen. Dorthin. Kann ich mich dahin pinöbeln? Ich stell mir das gerade vor, wenn der Imperator halt wirklich stirbt. Geht halt tatsächlich. Dann wird wahrscheinlich unser jetziger Lord der neue Imperator. Und das wäre ja voll mal ein gutes Freundschaftsbündnis. Vielleicht wende ich mich auch doch nochmal der dunklen Seite zu und ich werde Imperator. Ja, und? Bringt dir nicht viel, wenn du keine Macht mehr hast. Es herrscht rege Aktivität im Com-Netzwerk. Hört euch das mal an. Achtung, Achtung! Hier spricht Dr. Gantrell. Unser Sektor wird überrannt. Wir haben in einer leeren Gefängniskammer Schutz gesucht. Dies ist der einzige Notruf, den wir senden können. Wir können nicht riskieren, dass diese blutgefärbten Ungeheuer das Signal verfolgen. Dr. Gantrell, Ende. Blutgefärbte Ungeheuer? Wer ist Doktor? Nee, das war ich nicht. Ich will nicht noch einen Arzt haben. Das klingt, als würde er Vollstrecker Kanus beschreiben. Dr. Gantrell und sein Team haben im Sicherheitsbereich. Du hast jetzt die Aufgabe, schau alle Folgen von Ike, wenn sie rauskommen, wo dieser Doc drin vorkommt. Kann. Und dann kannst du selbst mal überprüfen, wie du dich für uns mitmachen hast. Herauszufinden, in welcher Kammer sie sich verstecken. Gebt mir einfach die Koordinaten. Das Imperium hat alle Überwachungsstationen ausgeschaltet. Aber wenn ihr sie repariert, kann ich Dr. Gantrell orten. Dann werde ich dein Diener. Das ist gut, dann ist Darko abgeschrieben. Dann ist er nur noch der Knecht. Ich will ihn vor Kranus finden. Wir wissen noch nicht, wie das Imperium Belisarius zerstören will. Aber es muss einen Grund geben, weshalb... Du würdest mich zwar hassen, aber... Kontaktiert ich kann wenigstens noch andere Leute rumkommandieren. Du hast doch die Riesenraumstation gesehen vom Imperator. Das wird ja dann mein Sitz. Du bist der Knecht, der die putzen darf. Das heißt, du fängst unten an und wenn du oben angekommen bist, fährst du wieder mit dem Fahrstuhl nach unten und fängst wieder neu an zu putzen. Das ist dann ein ewiger Kreislauf des Mob-Schwingens. Man spürt die Macht der ist dieses das Wortspiel. Nein. Noch ist das nicht. Ich muss da noch ein bisschen erziehen. Warum? Achso, das sind alles Überwachungsstationen. Ich wollte schon sagen, warum habe ich jetzt drei Dinger-Quests bekommen? Kann ich damit. Ich kann auch dahin gleiten. Erinnerung: Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Okay, ich mache auch ein Geschäft auf dem Topf. Da wird schon wieder vier Nachrichten zu verarschen. Holy shit. Ja, Justin. Kommt immer drauf an. Wenn man nicht wieder alles so in die Länge zieht, dann kann man Darko am Sonntag wirklich erziehen. Ansonsten langweilen sich zwei Parteien bloß. Da wird noch eine Regel kommen, Justin. Oh, der fährt schon wieder mit dem Grafikfehler hier rum. Bleib mal stehen, Darko. Genau, bleib so. Ich hab doch die Quest. So, jetzt sagt mir doch mal, wenn man ein Spiel spielt... Und da kommt ein Grafikfehler vor, wo zum Beispiel, wenn du auf einem Reittier sitzt, das Gesicht übelst in die Länge gezogen ist, weil es ein Bug ist. Sprich Grafikfehler. Genauso hässlich sieht doch der Gleiter von Darko aus. Nö. Ach, und ich muss auch die Überwachungsstation kaputt machen, Darko. Versuch dir eine andere aus. Na, ich fahr jetzt zu der, die direkt offensichtlich ist, wo ich nirgendwo rein muss. Na gut. Außerdem, such den anderen aus. Nix da. Ah, ist schon Datacron. Haha.
Ich hätte ja wirklich hinterherfahren können und wenn du gekämpft hast, einfach nur absnacken. Deswegen sage ich das ja. Hey, ist wirklich oben ein Datacron. Muss ich mir merken. Kein Grund zu sterben. Naja, ich auch nicht. Nein, noch. Warte mal, wir müssen ihn am Sonntag anziehen. Okay, ja, nein, noch hässlicher. Boah. Du weißt, dass du deine Riesenklappe noch schnell wieder. Nee, das war 4 Grad. Du hässlich. Ich weiß aber gerade tatsächlich nicht, auf was das bezogen war. Wahrscheinlich auf meinen Kleider. Ach, stimmt! Genau, den Kleider, das wird deswegen nicht hässlich. Hässlich ist, was rein so ist. Du kannst es hässlich finden oder anders kannst du ihn finden. Er ist einfach hässlich. Sagen 99,9% der hier Ansässigen. Dein Gleiter mit einer Person oder mit ein paar Personen vergleichen müsste. Er ist so hässlich wie L. und S. Das kennt jetzt natürlich keiner. Du weißt es ja gemein. Deswegen sage ich auch so wie. Darko, ich bin nicht immer der Schuldige. Du hast es beim letzten Mal wirklich ganz schön in die Länge gezogen, Justin. Das Spiel. Mir war dann halt dadurch, dass ich raus war, sowas von arg langweilig, deswegen habe ich den Stream dann beendet. Vor allem, es hat nichts geändert. Du warst einfach nur am Arsch. Darko, ich muss das sagen, gesellschaftlicher Druck. Von wegen. Ja gut, ich muss mich leider verabschieden. Ich habe ja noch Gitarrenunterricht und keine Ahnung, ob ich nochmal wiederkomme. Ich ja, Mensch, spielt heutzutage oder macht heutzutage Gitarrenunterricht. Ich spiele gerne. Ich hab wenigstens Hobbys außer zocken. Deswegen sitzt du 24/7 vorm PC. Ah ja. Sehr gar nicht beurteilen. Vor allem in der Schule kriege ich 4-5 Noten allein durch mein Gitarrenspielen. Und das sind gute Noten. Aber gut, wir hören uns später. Jo, bis später. Das ist richtig. Mir zuliebe muss alles gemacht werden. Yeah.
gleich. Willst du mich verarschen? Ich stehe direkt daneben. Der Angriffsplan des Imperiums sieht vor, so viele Häftlinge wie möglich zu befreien. Die republikanischen Streitkräfte werden durch das Chaos verwirrt. Jo. In diese Richtung. Komme ich doch da lang am besten. Genau. Zu welchem ist denn da? Da gehört zu dem als erstes gefahren sein. Da war ich ja falsch. Oh Mist. Ich wollte mich da ein bisschen durchmogeln. Nein, ihr seht mich nicht. Na Justin, ab wann hast denn du sonntags Zeit? Vielleicht können wir ja anstatt 18 Uhr ein bisschen früher anfangen. Gibt's denn auch einen Nebeneingang? Die nehme ich mit. So ab 15 Uhr. Ja, da werden wir dann nochmal mit Darko, wenn er heute nochmal wiederkommen sollte, nochmal mit Darko quatschen. Ne? Da können wir ein bisschen zeitiger anfangen. Lass mich hoch. Wow. Och Mann, ich will nicht durch die eklige Menge dort fahren. Hier könnte es klappen. Bitte, bitte. Komm. Okay, da nicht. Hast du die Nachricht darüber gesehen? Na, so ab 15 Uhr. Das habe ich gesehen. Wir müssen uns gegen Darko aufhören und ich muss was wieder gut machen. Wie was wieder gut machen? Hä? Lass mich. Kann ich mich durch die Wand glitschen? Das wäre geil. Och Mann, ich will nie den Haupteingang nehmen. Da sind mir zu viele. Aber ich verstehe da nur Bahnhof. Kann ich den? Ich hab den jetzt anvisiert. Scheiße, der ist zu weit weg. Oh. Ort entdeckt? Ja. Ach nö. Muss hier doch dort rein. Mies. Nicht schön. Na dann. Man spüre die
der Sith. Ich muss genau geradeaus. Leck mich fett. Thema musst du nicht erinnern, wenn du weißt, dass es meine Entschuldigung auch ist. Achso, ja. Alles gut. Da hat man auch vor 1, 2, 3 Tagen schon drüber gequatscht. Alles gut. Das schaffe ich! Sag mal, ich vermisse mein Haustier. So. Mit meinem Piepmatz werde ich jetzt gewinnen. Muss in die Richtung. Ja, piep mal zu, bringst mir Glück. Jupp, jupp, jupp. Hier hoch. Man spüre die Macht der Sith. Was wünscht ihr euch so zu Weihnachten? Ich mir nix. Ich wünsche mir auch nichts. Wer sollte mir auch was schenken? Nee, bei mir ist es so, schon, ich will eigentlich schon seit Jahren gar nichts haben, weil... Ja, alles was ich will, das beschaffe ich mir selber, sage ich jetzt mal so. Das kaufe ich mir selber und gut. Und dann bin ich auch niemandem was schuldig, dass die dann sagen, naja, ich will das und das geschenkt haben. Nö. Bei meinen Kindern, ja, ist klar, Markenklamotten, Spielzeug, Handy, alles Mögliche. Deswegen feiere ich auch schon seit Jahren keinen Geburtstag mehr. Warum sollte ich das Älterwerden feiern? Genau da lang. Naja, bei mir kriegen nur die Kiddies was und meine kleine Nichte, die seit diesem Jahr auf der Welt ist. Ja, ansonsten bekommt niemand was. Handy, das nach zwei Wochen wieder nach zwei Wochen Spider-App hat. Spider-App? Was ist denn eine Spider-App? Du kannst mir mal schreiben, was ein Spider-App ist im Chat. Ich mache ein kurzes Päuschen, bin gleich wieder da und dann mal gucken, was das für eine App ist.